Im heutigen Video möchte ich euch zu Linux Mint 21.2 begrüßen, aber von 21.2 ist die Beta-Version erschienen. Dazu finden wir auf der offiziellen Webseite noch nichts. Gehen wir hier mal auf Projekt, auf Miros. Dann suchen wir uns einen entsprechenden Anbieter zum Download aus. Ich mache das bei mir in der Nähe, Erlangen-Nürnberg. Und dann hier die Testing-Version. Und hier sehen wir schon 21.2 Cinnamon, Mate und XFCE. Eine AHS-Version gibt es immer noch nicht. Also für neuere Hardware bietet Linux Mint im Moment noch keine Unterstützung. Dann starte ich das Ganze mal in der virtuellen Maschine und wähle hier gleich den ersten Eintrag aus, passe kurz die Auflösung an, gehe auf Display Settings und wähle mir hier 1920x1080. Das erste, was auffällt, der große Mauszeiger ist geblieben. Klicke ich auf Installieren, denn am Installer selbst dürfte sich eigentlich nichts geändert haben. Wähle hier Deutsch, klicke auf Weiter. German lassen wir so, wie es ist. Multimedia Codex möchte ich selbstverständlich installieren, klicke auf Weiter. Und jetzt, nachdem ich keine andere Festplatte habe, lasse ich das Ganze so. Wir können das auch manuell partitionieren, dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Wie man auch Linux Mint mit ButterFS installieren kann und auch Schnappschüsse dazu ins Grab-Menü anlegt. Berlin lasse ich so. Hier darf ich schon meinen Benutzernamen vergeben. Name des Rechners mache ich einfach LM. Dann ein schweres Passwort. Und lass mich hier auch automatisch anmelden. Klick auf Weiter. Und die Installation beginnt. Bei Linux Mint würde ich jetzt sagen, geht getrost eine Tasse Kaffee. So, die Installation ist beendet. Dann starte ich jetzt mal neu. Und Linux Mint typisch werden wir mit dem bekannten Willkommensfenster begrüßt. Hier mit den ersten Schritten. Schreibtischfarben einstellen. Gemischt, dunkel, hell. Steht auf gemischt, das lasse ich auch so. Jetzt haben wir die Farbe in einem Gelb-Blau. Ja. Nehme ich mal Türkis und Grün. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, das lasse ich so. Erweiterte Einstellungen. Hier kommen wir dann zur Auswahl mit den Themes. Hier kann ich zuerst mal den Mauszeiger wieder etwas kleiner machen. Und das Türkise lasse ich so. Schließe ich das Fenster. Dann mit Timeshift Systemschnappschüsse erstellen. Die Treiberverwaltung, Aktualisierungsverwaltung. Die starte ich zuerst mal. Klicke ich hier auf Bestätigen. Dann werde ich gefragt, ob ich zu einem lokalen Spiegelserver wechseln möchte. Das bestätige ich mit Ja. Darf dann mein Passwort vergeben. Und hier suche ich mir dann einen schnellen in der Nähe. Das Ganze dauert etwas. Ich bleibe jetzt bei Erlangen-Nürnberg, Anwenden. Und hier wähle ich dann Aachen aus, ebenfalls auf Anwenden, auf OK. Dann werden die Repositories neu geladen, schließt das Ganze, klickt dann hier auf Auffrischen und Aktualisierungen installieren. Dann wird mir noch angezeigt, welche Pakete zusätzlich installiert werden. Wir sehen hier schon, es handelt sich dann um den Kernel 5.15. Darf nochmal mein Passwort vergeben. So, bis das Ganze geladen ist, mache ich hier kurz weiter. Systemeinstellungen, also hier ist alles beim Alten geblieben, schließe ich dieses Fenster. Dann möchte ich in den Einstellungen dennoch mal kurz sehen, die Systeminformationen. Wir haben jetzt Cinnamon in der Version 5.8.2. Schließe ich das Ganze wieder. Jetzt nach der Aktualisierung dürfte ich neu starten. Ich denke, das mache ich kurz. So, das Welcome-Fenster mache ich den Haken raus beim Systemstart anzeigen. Das möchte ich nicht mehr sehen. Fange ich mal unten
rechts an. Hier haben wir Desktop-Anzeigen, dann Uhr und Kalender, Lautsprecher mit Klangeinstellungen, Netzwerk und hier die Aktualisierungsverwaltung. Die ganze könnte ich aber auch ausblenden lassen. Nach der Aktualisierung und nur anzeigen, wenn Aktualisierungen verfügbar sind. Dann das Terminal. Bei Linux Mint ist eigentlich immer NeoFetch vorinstalliert. Wir sehen, wir verbrauchen im Moment 783 MB an Arbeitsspeicher direkt nach dem Start. Finde ich richtig gut. Es sind 2166 Debian-Pakete vorinstalliert, kein Flatpak. Gut, ob das viel oder wenig ist. Linux Mint bringt ja schon von Haus auf sehr viel Software mit. Dann Firefox, Nemo als Dateimanager. Dann schauen wir mal, was alles vorinstalliert. Linux Mint typisch LibreOffice. Nur mal kurz ansehen, in welcher Version. Und zwar die 7.3.7.2 als Ubuntu-Paket. Dann unter Grafik der Dokumentenscanner, also Simple Scan. Pix, eine von den Linux Mint-Machern angepasste Version von GTAMP. Und Zeichnung oder Drawing, ein einfaches Zeichenprogramm. Internet Hexchat, Thunderbird als E-Mail-Client, Transmission, um Torrent-Dateien zu laden und die Web-Apps. Nachdem Firefox installiert ist, Firefox kann das nicht. Wer Chromium als Webbrowser benutzt, hat automatisch die gleiche Funktion. Unter Multimedia Celluloid, Hypnotics, ja, wer das unbedingt haben muss, hier kann man dann TV-Kanäle von der ganzen Welt ansehen. In Deutschland beschränkt sich das Ganze hauptsächlich auf die öffentlich-rechtlichen. Dann mit Rhythmbox, schöner Music Player, unter Zubehör das Linux Mint Tool, um USB-Sticks zu formatieren und auch eine ISO auf den USB-Stick zu schreiben, der Warpinator, um Dateien auszutauschen, Einstellungen, hat sich auch nichts verändert, Systemverwaltung, Synaptic ist mit vorinstalliert, Timeshift hatten wir ja schon, dann Odeon kürzlich verwendet. Schön bei Linux Mint ist auch die Softwareverwaltung. Ist vielleicht grafisch nicht so ansprechend wie bei Elementary oder bei PopOS. Aber dennoch finde ich übersichtlich. Flatpaks sind von Haus auf mit eingebunden. Klicke ich hier mal auf Suche. Suche ich mal wieder mein geliebtes Programm und wird sofort auch gefunden. Also hier muss man nicht extra wieder ein Repository oder sonstiges einbinden. Also das ist schon gut gemacht. Sehen wir uns kurz mal an, was an Hintergrundbilder mitgeliefert wird. Auch ein paar schöne vorhanden. Oh. Ja. Ich denke, da findet jeder irgendwas. Lassen wir mal so ein griechisches Bild oder Zypern, keine Ahnung, wo das herkommt. So, das soll es schon wieder gewesen sein. Neuerungen bei Linux Mint. Neuerungen wie üblich bei Linux Mint halten sich hier dann doch in Grenzen. Nachdem Linux Mint ja gerade im deutschsprachigen Raum sehr häufig verwendet wird, frage ich jetzt nicht, wer von euch diese Distro einsetzt. Aber schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wie kommt ihr zurecht damit? Dann bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.